Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des MTB-Sports, zu einer weiteren Etappe. Wir fahren durch den Schwerterwald. Da steht das Fahrrad. Da ist der Rest der Truppe. Guck mal. So, weiter geht's. So, wir können hier zum Thema Temperatur, ne? 14 Grad sagt der mir. Das ist gefühlter Sommer. Ja, 14 Grad ist mega, ne? Ist mega geil. Für Mitte November. Aber gestern 3 Grad gehabt, ne? Ja, gestern oder vorgestern bist du morgens raus und sagst, ho, wo ist denn der Eiskratzer? Ich habe nur die GoPro piepen von hinten. Deine GoPro piept die ganze Zeit. Ja, weil ich die alles ausmache. Ja, wieso? Ich filme die ganze Zeit. Ruhe! Alter! Das ist ja mein Problem! Vorderreifen gerutscht. Nein! Nein, warum? Hoppala!
das passieren, ey? Sieht aber gut aus. Oh, was macht der Fuß? Hast du wehgetan, Julian? Du hast es drauf, ne? Ja, ich hab alles drauf. Auf zwei Kameras. Ich hab doppelt aufgenommen. Jetzt haben wir es auf Video. Ja, das war ein bisschen übermütig, wa? Ey, der, ist hier sonst, der fährt hier sonst über 50 runter, mit über 50 km/h. 51,7 ist der Topspeed. Ja. Und der dicke Baum gleich in der letzten Kurve, denn da ist er schon dran vorbei, geschlittert. Ja, er mag Bäume. Ja. Boah. Schräge Wurzeln. Steile Abfahrt gemeistert. Mit freundlicher Unterstützung von Yamaha. Ich wundere mich schon, warum hier nichts vorangeht. Ecomodus. Puls 80. Ich wundere mich, warum hier nichts vorangeht. Ecomodus. Automatik, Junge. Ja, ich auch dann wieder, ne? Ja, hier ist der Radweg. Du hast da was mitgeschleift, ah, okay, nicht mehr. Dankeschön, hallo. So, hier ist auch witzig, da müssen wir aufpassen.
Ja, ja, hier unten alle drauf, schnauze dich. Hier runter zu? Ja, da hinten ist irgendwo. Ja. Ja, das ist ein bisschen wie im Schneefahren mit dem Auto. So. Das ist alles so ein bisschen indirekt, schwimmt so ein bisschen. Der Hapan geht leicht schräg und die Wurzeln laufen längs. Jo. Geil, ja. Also im Trockenen ist die Strecke geil, aber im Trockenen ja. Also mit den ganzen Bäumenstämmen, wo du springst, ne? Letztes Mal war es nicht so gut. Also lustig war. Lustig war, das hilft mir nicht. Ne? Also das hätte auch anders erzählen können. Aber hätte ich keine Ellbogen schon gehabt, hätte ich auch nochmal. Jetzt vorne anzurutschen, hinten anzurutschen. Abstand lassen. Cool! Geile Strecken! Ist geil, ne? Total geil! Ein bisschen weniger Laub, ey. Das wäre schon geil. Ja, ja. Ich habe auch ein bisschen weniger Schlamm. Ein bisschen Angst habe ich so an. Echt? Ja, Angst nicht, aber ja. Total. Ich habe ja einen, der mir die Geschwindigkeit vorgibt. Wenn es bei euch funktioniert. Warst du gerade hinter mir das lange Stück, ja, ne? Nee, ja. Ganz schön weggerutscht zwischendurch, ne? Ja. Ich bin so langsam unterwegs, normalerweise baller ich hier richtig durch. Ja. Normalerweise hat Julia schon zu Hause auf der Couch geduscht. Ja, ist so. Ja, wenn ich einen hätte, ja, ist mir egal. Der nächste, der über den Gullideckel gefahren ist. Der nächste, der über den Gullideckel gefahren ist. Ja, da ist so eine fette Kante drin. Ja. Es ist so gefühlt rutschig mit ein bisschen Grip zwischendrin. Ja, hier jetzt, ne? Ja, hier, jetzt gerade hier runter zu. Wobei von den Wurzeln habe ich nichts gemerkt. Das Laub hat die zugedeckt. Besser, wenn man es nicht sieht. Ja. Gefahr, welche Gefahr? Ich war einmal Haus Waldesruhe. Pass auf, wir kommen einfach runtergeschossen. Ah ja.
Kommen wir uns entgegen? Ja, Julian könnte dir mal entgegenkommen. Ich habe mir manchmal so als Mopedfahrer gedacht, wenn ich irgendwo lang gefahren bin und eine scheiß Linie gefahren bin, boah, wenn ich mir jetzt entgegenkommen würde, würde das gut gehen? 10 km/h, da muss ich ja Eco anschalten. Wenn du hier runterbretterst, hier kannst du mal gut springen. Ja. Hier an den Dingern. Ja. Da kommen jetzt 4-5 Stück von. Einer raus alleine. Gefallen. War doch geil. Ja, wie lange regnet das jetzt hier noch? Muss ich die Kapuze draus machen? Besser wär's, ne? So, jetzt Uphill-Challenge, wa? Und? Abgehoben? Cool, ja. Wir haben mal hier gewartet wegen Akkuprobleme. Hast recht gehabt, einer kam in die Mitte raus und der ist genau in die Mitte vom Ding gelaufen. Und der kam, als ich hochgekommen bin, kam der hier aus dem rechten Weg raus. Ja, dafür ist doch jetzt der Matschanzug gut. Ey, Füchse springen! Ich entdecke das Kind in dir. Alles rutscht. Die Yamaha, die Shimano-Symphonie im Dreiklang. Dö, dö, dö. Die Steine musst du aber runterspringen und dann ins Flache. Da brauchst du 200 mm Federweg. Du kannst ja direkt drauf fallen auf die Rutsche. Vor allem Palette darunter. Ja. Ja dann, danke fürs Zusehen. Ciao.